Keine Trennwände, über 100 Menschen, junge Männer, Mütter, Kinder, alle zusammen in einer Turnhalle. Wochenlang keine Privatsphäre. Das gibt es so nicht mehr. Das Sozialressort hat die umstrittene Notunterkunft für Flüchtlinge an der Albert-Einstein-Oberschule in Osterholz erstmal geschlossen. Dennoch hat die CDU Redebedarf und holt das Thema heute zu einer aktuellen Stunde in die Bürgerschaft. Sigrid Grönert hat Vorschläge für die Sozialsenatoren. Es wäre doch recht schnell getan, Menschen in solchen Hallen wenigstens so weit wie möglich getrennt nach Geschlecht oder anderen Kriterien unterzubringen. Oder man muss doch wenigstens mit Sichtschutzwänden oder mit Waschmaschinen, Trocknern und tagesstrukturierenden Angeboten die Situation entschärfen. Unter anderem geriet die Notunterkunft wegen mehrerer Polizeieinsätze in die Kritik. Trauriger Höhepunkt, ein Mann wurde mit einem Messer verletzt. Es erschüttert mich zutiefst, daran zu denken, wie sich die Frauen, darunter Schwangere, die anderen Männer und vor allem auch die Kinder gefühlt haben müssen. In Panik haben in der Nacht einige gebettelt, weggebracht zu werden. Die Regierungskoalition nimmt die Senatorin in Schutz, betont den Notfallcharakter der Turnhallenunterbringung. Dass in solch einer Ausnahmesituation nicht alles reibungslos abläuft, will ich gar nicht bestreiten. Wenn es darum gehen würde, die Unterbringungsbedingungen zu verbessern, dann hätte ich mir tatsächlich Vorschläge von der CDU gewünscht. Und ich frage mich tatsächlich, was ist der eigentliche Sinn und Zweck von dieser aktuellen Stunde? Die FDP ergreift aus der Opposition überraschend Partei für die Regierung. Was dort passiert ist, darf nicht passieren, soll nicht passieren. Aber wo viele Menschen zusammen sind, ist das nicht immer zu vermeiden. Übrigens, die Mitglieder der AfD beteiligen sich heute nicht an der Debatte. Sie sind nicht mal im Plenarsaal, sondern mit parteiinternen Diskussionen beschäftigt. Die meisten der Geflüchteten aus der Albert-Einstein-Turnhalle leben jetzt hier in der Zeltstadt Überseestadt. Man habe angemessen auf den Polizeieinsatz reagiert, sagt die Sozialsenatorin. Wir tolerieren keine Gewalt. Wir haben die Menschen, wir haben die Opfer woanders untergebracht. Sie sind medizinisch versorgt worden. Nach dem Täter wird gesucht. Wenn weiterhin viele Menschen nach Bremen flüchten, kann es sein, dass die Sozialsenatorin neue Turnhallen belegen muss. Wie heikel das Thema ist, hat sie heute zu spüren bekommen.